Nachdem nun die oberen beiden Absätze korrigiert sind, widmen wir uns diesen 10 Geboten. Du siehst auf den ersten Blick, da ist einiges durcheinander geraten und deine Aufgabe ist es, hier die Reihenfolge wieder herzustellen. Es wäre sehr umständlich, das nun von Grund auf abzuschreiben. Da gibt es einen einfachen Trick, indem du nämlich einen ganzen Satz kopierst, und zwar mit diesem Absatzumbruch. Wie gesagt, der wird angezeigt über dieses Zeichen hier, unsichtbare Zeichen anzeigen. Und jetzt schneiden wir das aus mit dem Share-Symbol oder Steuerung X, das kannst du dir auch gleich merken, und fügen es vor den ersten Satz wieder ein mit Einfügen oder Steuerung V. Und so geht das relativ zügig. Befehl X und Steuerung V. So, nun bin ich soweit. Ein weiterer praktischer Trick ist die Funktion Suchen und Ersetzen. Vor allem dann, wenn du ein Wort oder ein Zeichen im ganzen Text gleichzeitig ändern möchtest. Nehmen wir an, wir wollen sollst ersetzen, dann überfahre ich es, und zwar ohne Leerschläge vorher und nachher. Ich kopiere es mit diesem Symbol hier oder Steuerung C und dann über dieses Ersetzen-Symbol wird es mir automatisch hier schon eingetragen. Ich könnte es hier auch wieder einfügen und jetzt sage ich, wodurch es ersetzt werden soll. In diesem Fall jetzt durch Must. Wenn ich nur ersetzen wähle, so wird nur das erste markierte Wort ersetzt. Ich wähle jetzt aber alle ersetzen und du siehst, sogleich wird es im ganzen Text ersetzt. Das will ich jetzt aber wieder rückgängig machen. Du erinnerst dich, es ist dieser Pfeil oder Steuerung Z. Diesen Befehl brauche ich vor allem für doppelte Leerschläge und sonstige falsche Satzzeichen. In diesem Fall siehst du, haben wir hier so einen doppelten Leerschlag. Ich kopiere ihn also mit Steuerung C und suche danach mit Steuerung V und ersetzen tue ich ihn nur durch einen einzelnen Leerschlag. Wenn ich jetzt auf alle ersetzen klicke, so siehst du, wird im ganzen Text dieser doppelte Leerschlag ersetzt. Insgesamt wurden 6 Ersetzungen vorgenommen.